Wann benutzt man eigentlich Gleitgel? Was für Arten von Gleitgel gibt es? Was würde ich dir empfehlen? Und was muss man eigentlich noch alles zum Thema Gleitgel wissen? Diese Fragen beantworte ich euch heute. Ich bin die Katrin Ismayer, Gesundheitspraktikerin für Sexualkultur und Sexualcoach. Und ich arbeite mit Frauen oder mit Paaren und auch in der Zukunft, zum Beispiel jetzt bei unserem gemischten Tantra-Paar-Retreat mit Singles, also eigentlich mit allen Menschen, die Lust haben, sich selbst, ihren Körper mehr zu spüren und dadurch eine erfülltere Sexualität haben. Ich habe Online-Kurse und Vor-Ort-Retreats dazu oder Events in München. Schaut gerne mal auf meiner Homepage vorbei, wenn euch das interessiert. Mich würde ja mal von euch interessieren, nutzt ihr Gleitgel und wenn ja, was sind eure Erfahrungen? Schreibt es doch gerne mal in die YouTube-Kommentare, falls ihr bei YouTube zuhört oder schreibt mir auch gerne eine Instagram-Nachricht, wenn ihr hier beim Podcast zuhört. Ja, lasst uns reinstarten. Noch ganz wichtig zu sagen, Donnerstag ist immer Podcast-Tag. Also jede Woche gibt es einen neuen Podcast und dafür gerne abonnieren auf YouTube oder dem Podcast, um nichts zu verpassen. Ja, Thema Gleitgel. Ich habe letzte Woche an dem Wochenende mein Tantra-Frauen-Retreat gehabt. Es war wieder mal so schön. Und auf meiner Packliste bei meinen Retreats steht als ein Punkt auf der Packliste Gleitgel. Und ja, das führt dann immer schon dazu, dass man so das Gefühl hat, irgendwie, einer hat mal gesagt, ein Shades of Grey Packliste ist das irgendwie. Und es führt natürlich zu viel Tuscheln und Kichern und ja, irgendwie auch Aufregung. Und dann vor Ort, wenn wir dann das Gleitgel benutzen, zum Beispiel bei einer Massage an sich selber, dann habe ich da jetzt am Wochenende wieder gehört, krass, das war das erste Mal, dass ich Gleitgel benutzt habe. Und das zum Beispiel von einer Frau, die 45 war. Und dann dachte ich so, krass. Und deswegen mache ich dieses Video, weil ja anscheinend es doch genügend Menschen immer noch gibt, die noch nie Gleitgel benutzt haben und dementsprechend eindeutig was verpassen. Also erstmal die Frage, wann benutzt man denn das Gleitgel? Entweder benutzt man Gleitgel, wenn man sich selbst befriedigt, also bei der Masturbation. Und genau, und da finde ich, ist das unabdingbar. Vor allem bitte, liebe Männer, Menschen mit Penissen, nutzt bitte Gleitgel. So diese trockene Haut zu rubbeln, das ist nicht gut. Das führt zu Desensibilisierung, über die Eiche ständig so ohne Gleitgel oder ohne Massageöl zu rubbeln. Das kann desensibilisieren, sodass du mit der Zeit weniger spürst. Also nimm bitte Gleitgel dazu. Und genauso natürlich wie bei einer Vulva, einer Vagina. Ja, also da musst du natürlich für dich entscheiden, ob du das möchtest oder nicht. Oder jeder muss natürlich für sich entscheiden, ob es so schon feucht genug ist. Ich meine, beim Mann, beim Penis kommt oft einiges an Lusttropfen auf. Das kann man dann ja auch schön verreiben, aber meistens zieht es auch schnell wieder ein. Und manche Männer haben auch gar nicht so viel Lusttropfen. Aber möglicherweise reicht es ja dann auch. Und genauso bei der Frau gibt es ja auch unterschiedliche Arten oder Stufen von Feuchtheit. Und ja, also aber einfach nur die Einladung bei der Selbstbefriedigung Gleitgel zu nutzen. Hier natürlich auch aufzupassen, da komme ich gleich noch dazu, was für Sextoys hast du und was für den Gleitgel benutzt du. Dann natürlich Gleitgel mit ins Vorspiel zu integrieren. Und ich glaube, dass auch so viele Menschen kein Gleitgel benutzen, weil man sich so fragt, für was brauche ich denn eigentlich ein Gleitgel? Ich habe auch jahrelang in meiner Sexualität kein Gleitgel gebraucht, weil. Genau. Aber wenn man dann auch mal so in diese tantrische Welt eintaucht, wo es ja auch viele Massagen gibt, wo man sich zum Beispiel mal eine Genitalmassage ganz achtsam gibt. Dafür ist Gleitgel ganz toll und ganz wichtig für diese Massagen. Aber auch beim Vorspiel, wenn man sich gegenseitig einen Handjob gibt. Wie gesagt, das ist einfach ein ganz schönes Gefühl,
wenn da Gleitgel dazukommt oder Massageöl dazukommt und man eben nicht beim Mann oder bei der Frau so auf diese trockenen Stellen anfängt zu rubbeln, das führt zu Desensibilisierung, das ist nicht gut, nutzt gerne Gleitgel. Natürlich auch hier, es muss auch gar nicht übermäßig viel Gleitgel sein und es ist eure Entscheidung, wann ihr es mit einbezieht, wann nicht. Weil zum Beispiel es ja dann schon oft eher so ist, also würde ich jetzt mal aus meiner Praxis erzählen, dass wenn man dann Gleitgel im Genitalbereich genutzt hat, man vielleicht nicht mehr unbedingt dann noch in den Oralverkehr geht, wenn da schon überall Gleitgel ist. Das heißt, natürlich kommt es auch ein bisschen drauf an, was ist euer Vorspiel, wie läuft es ab. Man braucht es natürlich nicht jedes Mal, aber ich finde es trotzdem gut, es einfach neben dem Bett zu stehen zu haben und im Falle dessen, dass man sich schön gegenseitig massiert, es einfach da zu haben. So, und jetzt habe ich schon was angesprochen, wo ich mir ein paar YouTube-Videos angeschaut habe und da wurde immer nur über das Thema Penetration, Geschlechtsverkehr, Sex geredet, dass man beim Sex Gleitgel braucht. Ja, aber wir haben ja gerade gehört, Masturbation, Vorspiel ist doch genauso ein Thema. Und ich habe so das Gefühl, dass ganz viele Menschen denken, ja, also Gleitgel braucht man nur beim Geschlechtsverkehr, wenn die Frau nicht feucht genug wird. Also so nach dem Motto, wenn die Frau ein Problem hat. Aber erstens braucht man Gleitgel schon auch bei der Masturbation und auch beim Vorspiel. Also ich würde sagen, der meiste Einsatz von unserem Gleitgel passiert, wenn wir uns Massagen gegenseitig geben. Eine Tantra-Massage, eine Genitalmassage, da nutzen wir das am meisten. Und aber sonst wird ganz oft eben davon ausgegangen, es geht nur um den Geschlechtsverkehr, da nutzt man Gleitgel und auch nur, wenn quasi die Frau zu unfähig ist, feucht zu werden. Das ist halt ein totaler Bullshit, ein total veraltetes Denken und auch total Kacke einfach. Ich sag's jetzt so, wie es ist, finde ich. Ja, weil einfach auch so anhand von Pornos, man denkt ja, Frauen müssen innerhalb von ein paar Minuten feucht sein. Und das ist einfach Quatsch. Also es kann natürlich sein, wenn die Frau total erregt ist, dass auch mal innerhalb von 2 Minuten gefühlt da alles nass ist. Aber meistens ist es so, würde ich sagen, aus eigener Erfahrung, dass es schon so eine halbe Stunde braucht an Vorspiel, bis mal alles richtig, richtig feucht ist. Oder auf jeden Fall lasst euch ein bisschen Zeit. Und diese Feuchtheit, die entsteht ja auch erst in der Vagina. Und bis die dann auch mal rauskommt, dauert das ja auch einen Moment. Oder beziehungsweise bis man vielleicht auch mit den Fingern reingeht und es so ein bisschen nach außen verschmiert. Also man hat ja auch vor allem außen, wenn man an der Klitoris zum Beispiel stimuliert oder eben an der Eichel stimuliert, was ja sozusagen diese wahnsinnig empfindlichen Stellen sind, ganz oft eben keine Feuchtigkeit. Und ganz wichtig, klar, man kann auch Spucke dazu nehmen, aber Spucke kann halt auch, wenn man zum Beispiel einen Herpes hat oder da sind auch ganz viele Bakterien oft drinnen. Und das kann dann auch dazu führen, dass man zum Beispiel eher einen Vaginalpilz bekommt. Deswegen dann würde ich eher sagen, nimmt lieber Gleitgel dazu. Also das heißt, für diese äußere Stimulation, für diese äußere Massage ist es ganz toll, Gleitgel zu nehmen. So, und jetzt kommen wir zum Thema Geschlechtsverkehr, Penetration. Ja, auch hier ist natürlich, Gleitgel eine total tolle Sache für Frauen, die nicht so schnell feucht werden oder die vielleicht eher Schmerzen beim Sex haben. Es gleitet einfach mehr und es kann ein total schönes Gefühl sein. Also deswegen bitte diesen Glaubenssatz, dass man nur Gleitgel verwenden muss oder dass es einem sogar peinlich ist oder schambehaftet ist, Gleitgel zu benutzen, bitte in den Mülleimer schmeißen. Das ist veraltet, das ist totaler Bullshit. Heutzutage kann jeder Gleitgel nutzen. Jetzt kommen wir noch zu den verschiedenen Arten von Gleitgel, was ganz, ganz wichtig ist zu wissen. Also jetzt aufgepasst. Es gibt verschiedenes Gleitgel. Also es gibt wasserbasiertes Gleitgel. Das ist, würde ich sagen, so das, was man am meisten in der Drogerie findet und am günstigsten ist. Es gibt silikonbasiertes Gleitgel und es gibt ölbasiertes Gleitgel. Das wasserbasierte Gleitgel, das ist, wie gesagt, am häufigsten zu finden. Aber das zieht auch wahnsinnig schnell ein. Das heißt, man muss immer wieder was nachnehmen. Und es wird dann manchmal so pappig. Vorteil von dem wasserbasierten ist, es hinterlässt nicht so viele Spuren auf den Bettlaken. Es ist auch wahrscheinlich am
am freundlichsten für die Haut, also am wenigsten irgendwelche Hautreizungen dabei. Aber es ist halt eben in dem so nervig, dass man es ständig nachnehmen muss und es so pappig wird. Deswegen bin ich ein riesengroßer Fan von silikonbasiertem Gleitgel. Ich habe das natürlich vorher zum Beispiel an meinem Arm getestet, ob ich da irgendeine Hautreaktion bekomme. Ich zum Beispiel vertrage silikonbasiertes Gleitgel total gut. Ich kann mich da komplett reinlegen, meinen ganzen Körper einschmieren und da passiert nichts. Oder auch ölbasiertes. Also der Vorteil von Silikon- und ölbasiertem Gleitgel ist, dass es nicht wirklich einzieht. Also es ist wie so ein Film auf der Haut. Es ist so glitschig. Ich kann es euch sagen, die ganze Badewanne ist danach ein reinster Glitschhaufen. Es ist so glitschig, aber es fühlt sich auch so geil an. Und vor allem, man braucht es eigentlich nur einmal und dann muss man nicht ständig nachnehmen. Und das ist halt zum Beispiel bei Tantra-Massagen was ganz Tolles, wenn man nicht ständig was nachnehmen muss. Nachteil ist natürlich, man muss aufpassen mit Kondomen. Nicht alle Kondome sind kompatibel mit Silikon- und ölbasiertem Gleitgel. Also es kann sein, auch zum Beispiel, wenn ihr einfach nur Öl nehmt, dass das Kondom auflöst und dann das Kondom reißt. Und das wollen wir alle nicht. Und zweitens kann es auch sein, dass es auf dem Bettlaken Flecken hinterlässt. Wir kriegen das eigentlich immer ganz gut raus, wenn wir einen Spülmitteltab mit in die Waschmaschine geben. Aber trotzdem, ja, nur dass ihr das auch mal gehört habt. Also, schaut bei den Kondomen, ob es mit welchem Gleitgel es zusammen verwendet werden darf. Also zum Beispiel von Ritex, also das ist jetzt hier nur, also keine Werbung, das ist einfach nur, dass ich das weiß und ich werde dafür auch nicht bezahlt. Ritex gibt es bei DM, das ist so eine lilane Packung, das ist silikonbasiertes Gleitgel. Und da steht zum Beispiel hinten drauf, dass wenn man die Ritex-Kondome nimmt von der gleichen Marke, dass das kompatibel ist. Aber einfach nur wichtig, Silikon- und ölbasiertes Gleitgel, niemals und auch normales Massageöl nicht mit Latexkondomen verwenden. Das kann auflösen. Und auch ganz wichtig, zum Beispiel silikonbasiertes Gleitgel darf man nicht mit anderem Silikon benutzen. Also auch keinen Silikon Toys, also Sextoys zum Beispiel. Oder zum Beispiel mit dem Diaphragma soll man silikonbasiertes auch nicht verwenden. Also hier einfach wirklich aufpassen. Bei anderen Massageölen, es gibt ja so lauter Massageöle, muss man auch aufpassen. Also wenn ihr jetzt kein Gleitgel habt, sondern nur Massageöl, ganz viele Massageöle sind parfümiert und da sind noch andere Duftstoffe und so weiter drinnen, die die Vaginalflora oder den Intimbereich reizen kann. Das heißt, schaut, dass wenn ihr zum Beispiel ein Öl verwendet, dass ihr sowas wie ein natives Kokosöl in Bioqualität nehmt, also was kein Parfüm mit drin ist, was rein ist, was nativ, also bio auch ist, nicht parfümiert ist, die Vagina nicht reizt. Oh mein Gott, manche Menschen nehmen Körperlotion, Bodylotion als Gleitgel. Oh, da schüttelt es mich, das ist ganz, ganz schlimm. Das ist auch wahnsinnig reizend, bitte, bitte nicht machen. Und bei Kokosöl auch wieder aufpassen. Also habe ich ja vorhin gerade schon gesagt, dass man wirklich bei ölbasiertem und silikonbasiertem Gleitgel aufpassen muss, dass man das nicht mit Latex-Kondomen, aber auch nicht mit Latex-Sex-Toys benutzt. Und auch aufpassen, genau was geht und was geht nicht. Also Kokosöl kann man zum Beispiel mit Silikon-Sex-Toys benutzen, aber muss bei Kondomen zum Beispiel aufpassen. Ja, also das heißt, Kokosöl wäre auch so eine Alternative zu Gleitgel. Aber am besten informiert ihr euch, schaut einfach immer hinten auf die Packung, googelt vielleicht das Unternehmen und schaut, was es da für eine Empfehlung zu gewissen Kondomen gibt, sodass ihr einfach sicher seid. Weil im Falle dessen, dass ihr natürlich verhütet oder eben euch auch vor Geschlechtskrankheiten schützen wollt, ist einfach ein Kondom dann in dem Fall wichtiger als jetzt das Gleitgel oder das Massageöl, beziehungsweise da müsst ihr einfach aufpassen und das abchecken. Genau, also ich kann es euch empfehlen, das zu benutzen. Wir sind ein großer Fan davon. Wir nutzen das auch nicht jedes Mal, wenn wir intim miteinander werden, aber
es steht dann doch immer mal da oder man nimmt es auf jeden Fall mal mit ins Bett und vor allem, wenn es um das Thema Massagen geht oder eben sich gegenseitig im Genitalbereich massieren, berühren, da haben wir das ganz, ganz oft dabei und es fühlt sich wahnsinnig gut an. Probiert das auch mal und schreibt mal in die Kommentare, habt ihr schon mal silikonbasiertes Gleitgel ausprobiert und findet ihr diesen Glitch-Effekt genauso geil wie ich? Schön, dass ihr da wart. Ich bin wahnsinnig gespannt auf die Kommentare. Und wenn ich noch irgendwas vergessen habe oder euch noch irgendwas interessiert, schreibt es einfach in die Kommentare, schreibt mir eine Nachricht, ob euch dieses Video gefallen hat und welche Themenwünsche ihr euch auf meinem Kanal wünscht. Und ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Ciao.